Mal zum direkten Vergleich den Vorgänger daneben, das ist das P7. Wie man unschwer erkennt, gleiche Größenordnung, da hat sich nicht viel getan. Auch das P8 ist mit 6,4 mm Dicke wieder rank und schlank. Es ist ein bisschen schwerer geworden mit 144 Gramm, aber das hat einen guten Grund, denn ich habe jetzt ein Aluminium-Unibody-Gehäuse statt dieser Glasoberfläche, die das P7 noch hatte. Die sieht zwar unglaublich edel aus, aber man hat halt hier dieses Problem mit den Fingerabdrücken, völlig klar. Außerdem, im Falle eines Falles ist Aluminium natürlich immer ein bisschen robuster, völlig klar. Also hier Unibody-Gehäuse bedeutet, ich habe Metallrahmen, Metallrückseite, alles aus einem Stück gefräst. Einzig Glas ist jetzt hier oben noch diese Leiste und das hat auch einen guten Grund. Nicht nur, dass es gut aussieht, sondern vor allen Dingen natürlich auch gleich direkt geschützt hier das Objektiv der rückwärtigen Linse. 13 Megapixel, Auflösung ist gleich geblieben, auch Videos in Full HD. Jetzt allerdings mit optischem Bildstabilisator und der hat natürlich einen riesen Vorteil im Vergleich zu diesen normalen digitalen wie hier im P7. Gerade wenn es Abend ist oder sonst irgendwie schlechte Lichtverhältnisse, man hat halt dann lange Belichtungszeiten und immer wackelt mal so ein bisschen, wenn man nicht gerade ein Stativ benutzt und dadurch werden die Fotos schnell unscharf. Das habe ich jetzt hier nicht. Außerdem gerade Videos, wenn man wie gesagt kein Stativ benutzt, die wackeln dann immer so ein bisschen, wenn ich einen großen Bildschirm habe, wird das dann immer so ein bisschen, ja, kann man leicht sehkrank bei werden beim Zuschauen. Von daher erhoffe ich mir davon also wirklich sehr viel bessere Fotos und Videos als auf dem Vorgänger. Und nicht zu vergessen, hier nebendran zweifarbiger Blitz jetzt, kennen wir auch schon von anderen Geräten her, bedeutet immer, wenn man mal Gesichter anblitzen muss, weil es jetzt gar nicht mehr anders geht, sind die halt nicht so kalkweiß, sondern so ein kleines bisschen natürlicher, kann auf jeden Fall nicht schaden. Frontkamera bei der Gelegenheit ist es bei 8 Megapixel geblieben, Videos ebenfalls in Full HD. Kurzes Wort hier noch zu diesem blauen Aufkleber hier hinten. Das ist natürlich jetzt alles noch nicht finale Hardware und Software. Stört euch einfach nicht daran. Das wird selbstverständlich nicht so aussehen im finalen Produkt. Da wird dann hier ganz einfach das Huawei-Logo sein. Fertig, aus. Wo wir schon hier bei der Optik sind, können wir auch gleich nochmal hier auf die beiden Slots zu sprechen kommen. Einer ist natürlich für die SIM, Nano-SIM, also die ganz, ganz kleinen, wie beispielsweise beim iPhone. Und das hier ist für die SD-Karte. Vorgänger hatte die zwar auch schon, aber jetzt offiziell auch mit bis zu 128 GB unterstützt, also maximale Speicherkapazität, gar kein Problem. Intern sind 16 GB verbaut, das war ja auch schon beim Vorgänger so. Ja, Message ist natürlich, trotz, obwohl der Formfaktor nahezu identisch geblieben ist, ist das Display eine ganze Ecke größer geworden. Statt knapp 5 Zoll sind es jetzt 5,2 Zoll. Auflösung ist mit 1080x1920 Pixeln gleich geblieben, aber es ist jetzt definitiv Dual Domain. Bedeutet, die Subpixel sind in zwei Ebenen angeordnet und deswegen in zwei Achsen, nein, nicht zwei Ebenen, aber wie gesagt, so in zwei verschiedenen Winkeln angeordnet und deswegen eben halt Blickwinkel stabiler als ein normales IPS. Das ist natürlich jetzt immer schwer zu demonstrieren hier vor Kameras mit vielen Lichtern drumherum, ohne Reflexionen. Trotzdem kann man es, glaube ich, einigermaßen erkennen, egal aus welchem Blickwinkel heraus und welcher Drehung. Das bleibt immer ein sehr angenehm gut erkennbares Bild, egal aus welchem Winkel ich jetzt drauf schaue. Das ist natürlich immer von Vorteil. Außerdem gemessen 468 Candela pro Quadratmeter, bedeutet ziemlich hell, sollte also auch im Freien bei Sonnenschein beispielsweise recht gut lesbar sein. So. Das ist das eine. Unter der Haube hat sich aber natürlich auch eine ganze Menge getan. Es ist ein neuer Prozessor drin. Jetzt ist es der Kirin 930. Bedeutet einerseits 64-Bit-Unterstützung und vor allen Dingen 8 Kerne jetzt statt 4 wie auf dem P7. 4 davon sind mit 2,0 GHz getaktet und die anderen 4 mit 1,5. Außerdem jetzt 3 GB Arbeitsspeicher statt zuvor 2. Also man kann davon ausgehen, dass das P8 in den Benchmarks nochmal deutlich besser abschneiden wird als der Vorgänger. Also da müssten ordentlich PS unter der Haube sein. Ansonsten LTE und NFC und so weiter, alles wie beim Vorgänger, da hat sich nichts geändert, zum Guten wie zum Schlechten muss man sagen, weil das 5 GHz Band von Wireless LAN N wird immer noch nicht unterstützt, deswegen auch kein Wireless LAN AC, aber mein Gott, kleine Einschränkung.
Außerdem sollte man vielleicht noch wissen, es ist jetzt natürlich Android 5 als Betriebssystem, auch wenn man das jetzt nicht wirklich so sieht mit dieser Emotion UI von Huawei. Die kennen wir ja inzwischen auch, glaube ich, alle zu Genüge. Und da möchte ich noch ganz kurz auf ein Feature eingehen, das ich ganz schick fand, weil das zeigt halt auch so ein bisschen, dass da als Zielgruppe jetzt die Fotografen und Filmer gelten, also die sind für das P8, glaube ich, wirklich Zielgruppe gewesen, weil diese App, die es jetzt auch kostenlos im Play Store gibt, die finde ich wirklich schick. Bedeutet nämlich, man kann hier, man sieht das auch schon demonstriert, mit bis zu 3 weiteren Android-Geräten, müssen keine Huawei sein, ein Wireless-LAN-Netzwerk spontan aufbauen und dann dient das P8, das muss allerdings auch wirklich ein P8 sein, mit anderen klappt es derzeit zumindest noch nicht, denn das P8 als Regisseur fungieren bedeutet, ich kann hier umschalten, sehe also live die Kamerabilder, die Videobilder der anderen, nehme das hier live auf und kann halt wie ein Regisseur umschalten und sagen, so, jetzt möchte ich hier die 4. Kamera aktivieren, jetzt die 2. oder eben halt auch auf die eigene. Das heißt, ich habe mit der eigenen Kamera zusammen insgesamt 4 Perspektiven, in denen ich ein Szenarium gleichzeitig aufnehmen kann und aus 4 Perspektiven filmen kann. Und halt, wie gesagt, so beliebig hin und her schneiden kann, ohne da irgendwie nacharbeiten zu müssen. Das Ding kann ich also gleich so weiter verschicken, so wie es ist. Finde ich als Filmer natürlich jetzt eine feine Geschichte. Ist wahrscheinlich nicht für jedermann etwas. Aber wie gesagt, ich habe sowas noch nicht gesehen. Finde das eine pfiffige Idee und eine schöne Geschichte. Verfügbar sein soll das P8 ab Mai, natürlich auch in Deutschland. Unverbindliche Preisempfehlung 499 Euro ohne Vertrag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Verivox.de, da sparen Sie mit Sicherheit.